Annelies Weber komt uit Duitsland. Ja, ik moet even zeggen, we hebben het, ja, dat heb ik net al gezegd, thema oorlogskinderen genoemd. Omdat er, de huidige generaties soms nog steeds dagelijks te maken hebben met die oorlog of daaraan herinnerd worden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen uit het verzet. Dat geldt natuurlijk ook voor militairen. Er zijn natuurlijk heel veel militairen nog steeds vermist. Er zijn nog onbekende graven. En dat geldt natuurlijk ook voor de Canadezen. Maar dat geldt ook voor Duitse militairen. En de vader van Annelies was een Duitse militair. En daar gaan we het over hebben. En we doen het in het Duits. Als er vragen zijn of als iets niet goed begrepen is, dan probeer ik het nog wel even uit te leggen. Maar ze komen als Rijnen. Genau. Dus niet zo wijd. Ik kom gebürtig uit Eppenbüren, woon ik jetzt in Rijnen. En dat ligt in Nordrhein-Westfalen, Höhe Enschede ungefähr. Oké. Okay. Ihr Vater, kunt u daarover wat erzählen? Was war er für Mann? Wo ja. ist er geboren? Kam ja. er aus der Gegend? Nein, mein Vater ist in Bruchhausen im Sauerland geboren, 1909. Ist dann 1939 in den Krieg eingezogen worden. Er war wehrpflichtig oder was? Wie, wehrpflichtig. Wie? Wehrpflichtig. Er wollte nicht, er musste. Da er, ja, groß, blond und blauäugig war, sagte meine Mutter immer, waren das von Hitler die Männer, die er gerne einzog. Und somit kam er gleich Anfang oder in 1939 zu den Pionieren. Was heißt das? Wo waren die? War das noch in Deutschland oder schon im Ausland? Das war erst noch in Deutschland. In Deutschland. Ja. Er war dann lange Zeit in Frankreich und von Frankreich vom Juni aus, Juni 1940, also bei genau, ich habe mir das mal aufgeschrieben, da an der Sonne, das ist der Fluss, ja. Dann weiter sind die gezogen nach Dünkirchen, dann nach Brüssel, nach Turnhout, ja. Dordrecht. Dordrecht, also da war ich schon in Holland. Ja, genau, Hertogenbosch. Ja, der ja. Bosch, ja. Und dann nach Kleve. Wieder nach Deutschland. Wieder nach Deutschland. Ja. Und ja, 1945 war er dann bei Emmerich. Ist da verwundet worden. Laut Briefe der Kriegskameraden hat er einen Granatsplitter im Gehirn gehabt. In Emmerich schon? Ja, bei Emmerich. Also. Und ist dann hier nach Dötchen ins Lazarett gekommen. Ja, das war auch, weil ich Ihnen, ja, ich muss eben sagen, Anni Steintjes, ja, da komme ich gleich drauf. Wieso kommen Sie in Dötchen? Also von Emmerich aus ist er nach Dötchen im Lazarett, also in Militärhospital. Ja, genau, das soll ein kleines Schlösschen gewesen sein, mit Wasser umgeben. So stand das in den Briefen. Er war schwer verletzt, sollte noch in eine Spezialklinik kommen. Aber seitdem ist die Spur verloren. Er wurde dann als vermisst, nicht gemeldet, sondern er war einfach vermisst. Und, am selben Moment oder nach dem Krieg? Also, wir haben gar keine Meldung bekommen, nur von den Kriegskameraden nach dem Krieg, was passiert war. Aber auf Schell haben Sie nichts? Nichts, gar nichts. Meine Mutter hat denn vieles versucht, ihn zu finden, viele Behörden angeschrieben, die Kriegskameraden angeschrieben, aber ohne Erfolg. Also in Dötchen war das letzte Moment, dass Ihr Vater gesehen ist. Ja, wo er gesehen worden ist. Also da lebte er noch, da war nur verwundet. Ja, ja, schwer verwundet, ohne, also lag im Koma oder war bewusstlos. Ja, 51 Jahre später. Moment, kommen wir gleich drauf. Wann sind Sie geboren? Ich bin 1940 geboren, im September. 1940? Ja. Also Sie haben Ihren Vater noch gekannt, oder? Nicht bewusst, aber ich habe ein Foto, wo er mich auf dem Arm hat. Also zwischendurch kam er noch zu, nach War nach er Hause, mal zu Hause. Als er das letzte Mal Heimaturlaub hatte, ich habe so ein bisschen mit der
Stimmbandentzündung, hat er meiner Tante, also der Schwester von meiner Mutter, hat er den Trauring gegeben und hat gesagt, der Krieg ist so hart, ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Ja, den Trauring hat meine Mutter mir später schenken können. Somit habe ich noch ein Andenken. Ja. Also 1944 war der Krieg vorbei. 45. Und ja, die meisten, oder es gab mehrere, ja, ich weiß nicht, ja, bin gespannt, was da passierte. Hat Ihre Mutter informiert, hat sie gesucht? Ja, die hat alle Behörden angeschrieben, die man damals so hatte, ja. Ob das die Kriegsgräberfürsorge war und viele andere Behörden. Und wie gesagt, und dann die Kriegskameraden, wo sie wusste, wo die wohnten und vielleicht auch hat sie versucht, ob die noch lebten. Ist sie auch nach Dutung, hat sie da gesucht oder informiert oder in diese also Gegend? Es hieß damals, soweit ich das jetzt aus den Briefen herausgefunden habe, dass es so zentrale Stellen gab, wo alles gemeldet wurde. Und da hat sie sich dann auch dran gewandt. Aber nie was gehört? Nie was gehört. Nie. Mein Vater, der ist, ja, so sagte Herr Stentje, am 31. März, ich habe laut Brief am 30. März, 45 verwundet worden. Der Name von Ihrem Vater? Josef Wienand. Ja. Sie haben eine Foto mitgenommen? Ja. Ja, das ist natürlich eine andere Foto dann von dem vorigen Gespräch. Das ist Ihr Vater. Was können Sie über ihn sagen? Wie alt war er? Mein Vater ist 1909 geboren, 1939. Vielleicht können Sie ein Foto zeigen. Eingezogen worden, also ja. Da war er 30. Und März 45 ja dann verwundet worden, da war er dann 34. Haben Sie auch Geschwister? Nein, nicht. Ich bin die Einzige. Einzelkind. Mhm. Also Sie sind aufgewachsen nur mit Ihrer Mutter? Mit meiner Mutter und später hat meine Mutter wieder geheiratet. Ich habe einen guten Vater wiederbekommen. Es fehlt natürlich einiges. Ja. Ob das jetzt der richtige Vater ist oder der zweite Vater. Aber er war gut zu mir und von daher darf ich mich nicht beklagen. Hat Ihre Mutter erzählt, dass Ihr eigentlicher Vater, was damit passiert ist und wann hat sie das gesagt? Also ich habe das immer wieder gehört. Wie alt waren Sie, als Sie das zum ersten Mal hörten? Oder? Ich weiß es nicht. Ja. Also im Laufe der Kindheit auch schon. Mein zweiter Vater wollte mich wohl adoptieren, aber das wollte meine Mutter nicht. Sie hat gesagt, sie möchte, dass die Erinnerung so bleibt, dass ich auch den Namen von meinem Vater weiter behalte. Okay, dann machen wir eine Zeitreise. Ja. Bis, kann ich mal zeigen? 51 Jahre später. 51 Jahre später, also das war 2001. 2001. Das ist eine Pate von Anneliese. Ja. 2001. Sie waren noch immer am Suchen, er ist nie gefunden. Nie gefunden. Da waren Sie in Urlaub. Bitte? Da waren Sie in Urlaub. Ja, wir waren in Urlaub in Österreich. Im September, August, Ende August und Anfang September. Am Strand, am See, lernte ich Herrn Wonning kennen. Das heißt, wir sprachen nur ein, zwei Sätze miteinander, wie das so auf dem Campingplatz manchmal ist. Die Familie Wonning kam aus Dutichem. Ja, das wusste ich da noch nicht. Wonning ist der Name. Komm aus Dutichem. Ich wusste das damals ja noch nicht. Nee. Am nächsten Tag bin ich durch Zufall an seinem Wohnwagen vorbeigegangen. Er war am Wohnwagen, saß da, sagte so zu mir, ach, da sind Sie ja. Und er will mit mir ein bisschen sprechen und versucht, Deutsch zu sprechen. Und ich sagte ihm dann, Sie können auch etwas Holländisch mit mir sprechen. Ich habe Verwandtschaft in Enschede, ich verstehe Holländisch. Wenn langsam gesprochen wird, nicht alles, aber man versteht es.
Und dann sagte er nein. Und dann habe ich ihm noch gesagt, es sei denn, Sie kämen aus Amsterdam oder Rotterdam. Nein, sagte er, ich komme aus Dutichen. Aber das kennen Sie ja nicht. Doch, habe ich ihm gesagt, das kenne ich. Und habe ihm dann erzählt, dass mein Vater verwundet war und in Dutichen im Lazarett lag. Ja, und dann war das Gespräch mehr oder weniger auch zu Ende. Und nachmittags hat er uns auf dem Campingplatz besucht und sagte dann, er hätte einen Freund, der wäre Historiker, der hätte immer in Lüttichen gewohnt, also nicht beruflich weggezogen. Und ob er den einmal fragen sollte, ob der für uns etwas herausfinden könnte. Und das war dann Herr Steintje. Even tussenhaakjes, Annie Steintjes zit achter in de zaal. Ja. Annie Steintjes is getrouwd geweest met Jan. Jan is een paar jaar geleden overleden. En Jan Steintjes, ik weet niet of u naam kent, hij is oprichter geweest van de historische vereniging Deutekom. En ja, hij heeft op allerlei manieren heeft zich decennia lang bezig gehouden met de historie van Doetinchem. Zo, dat is de historische, dat is de mijn. Ja, als wir dann aus dem Urlaub zurück waren und Herr Bonning natürlich auch, bekamen wir die Nachricht, dass Herr Steintje das wohl machen möchte, für uns das Forschen. Wir haben uns dann in Verbindung gesetzt. Ich habe alle Briefe von den Kriegskameraden abgeschrieben, weil ich gedacht habe, deutsche Schrift und deutsche Sprache kann Herr Steintje nicht lesen. Ich habe ihm auch Fotokopien von den Originalen geschickt. Er hat sich ganz, ganz viel Mühe gemacht. Er hat uns eingeladen, wir waren auf dem Friedhof hier. Die Soldaten waren erst vorne auf dem Friedhof beerdigt. Dann hat man sie umgebettet, hinten weiter auf dem Friedhof. Sie meinen das Friedhof, hier in Friedhof in Dutichem, aber in Dutichem die Gräber noch. Gab es nicht mehr. Die waren bis 1946 waren die da. Ja, genau. Ja. Ich muss eben uitleggen, na de oorlog zijn natuurlijk ook heel veel Duitsers gesneuveld. Er waren 13 Canadezen in Doetinchem die gesneuveld zijn, maar er waren meer dan 80 Duitse militairen. En die zijn tijdelijk begraven op het kerkhof aan de Loolaan. En die zijn daar tijdelijk begraven, dat kunt u zelf vielleicht erzählen. Die hebben nur een jaar waren die Gräber hier en nachher sind die. Wo sind die geblieben? Ja, als mein Vater umgebettet wurde oder überhaupt die Toten umgebettet wurden, gab es da einen Friedhofsgärtner zu der Zeit, der hat alle. Das Skelett, alles auf einen Tisch gelegt und vermessen und nach Verwundungen und nach allem gesucht und aufgeschrieben. War natürlich jetzt eine große Hilfe für Herrn Steintje, weil vieles passte ja. Ja eben, das waren 80 Soldaten, wo die bekannt waren, wo die Name bekannt war, aber es gab drei Unbekannte. Ja, genau. Diese drei Unbekannten, so sagte Herr Steintje, sind zwei von diesen Unbekannten schon vorher gestorben, ein paar Tage vorher. Und dann bliebe dieser eine Unbekannte noch übrig und es passte alles, die Größe um ein paar Zentimeter nicht, das ist ja egal, aber Haarfarbe, selbst mein Vater kam ja aus dem Sauerland, war Skifahrer und hatte sich als junger Mensch mal den Arm gebrochen. Selbst diesen Armbruch konnte man da noch feststellen. Dann sind die ja von Dutichen aus nach Isselstein umgebettet worden. Also in Dutichen wusste ich schon, es gab keinen Zweifel, das ist mein Vater. Ich wusste das noch nicht. Das hat Herr Steintje erst herausgefunden, 2001 und 2002. Okay. Dann sind die nach Isselstein umgebettet worden und Herr Steintje hatte dann das soweit herausgefunden, dass es mein Vater wohl ist. Er hat das denn auch bei der Kriegsgräberfürsorge in Kassel gemeldet. Die haben das anerkannt.
Dann ging das weiter nach Berlin. Da ist eine Stelle, wo alle Erkennungsmarken, wer Briefe oder wie die heißen, Pässe, aufgehoben sind. Die haben es nicht anerkannt. Sie haben geschrieben, es würde noch nicht reichen, um das amtlich zu beurkunden. Wenn Sie das genehmigt hätten, wäre auch der Name meines Vaters auf dem Kreuz. Also bisher ist es jetzt nie steht, passiert. Jetzt steht da ein deutscher Soldat. Ich hätte noch eine DNA-Analyse machen lassen können. Das hätte auch nach so langer Zeit noch gegangen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ob das richtig war, weiß ich nicht. Aber ich hatte dann damals gedacht, mein Vater ist verwundet, im fremden Land begraben, für uns jetzt so gesehen. Ich meine, jetzt ist Holland für uns nicht mehr so ein fremdes Land, aber damals. Und im fremden Land begraben, wieder aus der Erde herausgenommen worden, nochmal begraben innerhalb von Lüttichen und dann nochmal wieder umgebettet worden nach Isselstein. Dann habe ich gedacht, ihn nochmal wieder rauszuholen. Ich möchte ihm die Ruhe lassen. Der zweite Grund war, wenn es jetzt doch nicht sein sollte, dann wäre ich ja so enttäuscht, weil ich glaube fest daran, dass es mein Vater ist, der da liegt. Und ich bin wirklich überzeugt, Herr Stenche hat sich so viel Mühe gegeben, es kann gar nicht mehr anders sein. Aber trotzdem war so im Hinterkopf, wenn er es denn doch nicht ist, dann bin ich so enttäuscht. Als ich ihn dann das erste Mal besucht habe, der Friedhof in Isselstein, da liegen 31.600 und so viel deutsche Soldaten begraben. Ja, ich muss mir erklären, ich weiß nicht, ob u weet, in IJsselstein in Noord-Limburg is de Duitse begraafplaats. Daar liggen alle Duitse militairen begraven die in Nederland, zag ik dat richtig? In Holland? Süd-Niederland, gibt einmal Nord-Niederland einen Friedhof. Also und einmal für Süd. Ah ja, nur im Süden. So, okay. Und das war jetzt für Süd. Und wie viele Soldaten? 31.500 und so viel. Naja. Als ich da das erste Mal dann war, es gehen alle halbe Stunden da noch die Totenglocken auf dem Friedhof. Man sieht nur Gräber, Gräber, Gräber. Und vom Eingang bis zum Grab meines Vaters brauchen wir eine Viertelstunde dahin zu laufen. Es ist ergreifend. Also wenn man so etwas sieht, selbst ob der eigene Vater da liegt oder ob kein Verwandter da liegt, es ist einfach nur ergreifend und man kann es einfach nicht fassen, was damals passiert ist. Wie sieht das Grab Ihres Vaters aus? Das ist sehr gepflegt alles. Rasen und Holzkreuze. Keine Name? Nein, ein deutscher Soldat. Mit Nummer oder? Also die Grabnummer, ne? Ja. Das sind mehrere Unbekannte, das sind mehrere Unbekannte oder Gräber ohne Name. Also wie viel waren das jetzt? Weißt du das noch, Karl-Heinz? Wie viel? 28.000 sind identifiziert. Ja, 28.000. Also es gibt noch sehr viele, die nicht identifiziert worden sind. Ja. Also dieses große Buch, dick natürlich. Wir haben auch da reingeguckt, ob so ein ähnlicher Name wie der von meinem Vater drin stand, wo man hätte sagen können, da kann man noch mal gucken, ob das auch wirklich vielleicht nur eine Namensverwechslung war. Gehen Sie oft dahin? Nicht so sehr oft, aber immer wieder, weil es ist von uns eine ganze Strecke zu fahren, aber immer wieder. Hat sich was geändert in meinem Gefühl? Im Moment, von 2001. Ja. Wie wichtig war das für ihn? Sehr wichtig. Ich muss jetzt vorweg vielleicht sagen, ich hatte ja gesagt, dass wir Verwandte in Enschede haben und der holländische Freund von meinem Vetter hatte dann auch schon mal recherchiert, als er hörte, dass mein Vater in Holland, sagen wir ja immer, verwundet worden ist und wahrscheinlich ja auch dann gestorben ist, hat er auch schon mal recherchiert. Und der hatte uns dann gesagt, ich fahre mal mit euch nach Dutlichem hin, gucken wir uns das Schlösschen an
Und dann fahren wir auch nochmal nach Esselstein, sagen Sie ja, ne? Esselstein. Und gucken uns den Friedhof an. Welches Schloss war es? Bitte? Welches Schloss war es? Das weiß ich nicht. Ein kleines Schloss mit Wasser umgeben. Das wäre das Lazarett gewesen. Mehr habe ich davon nicht erfahren können. Vielleicht können wir es nochmal rausfinden. Und als ich dann das erste Mal auf diesem Friedhof war, da wusste ich ja noch nichts. Das war ja vor 2001. Das war einfach ergreifend. Da kamen Leute, hatten Blumen für das Grab der Angehörigen. Sie wussten da noch nichts. Ich wusste nichts davon. Nee. Und man hat es nur vermutet. Und das hat mir damals sehr, sehr weh getan. Als ich dann aber Jahre später dann die Nummer hatte von dem Grab, durch ein Zähnchen, der das herausgefunden hat, da war das schon ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ergreifend sowieso, aber doch anders. Also man wusste, da liegt er und man konnte ihn besuchen. Ja. Und unsere Tochter hat auch mal gesagt, es kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch einfach verloren ist. Ich sage, ja, im Krieg kann das sein. Die Mutter hat das nicht mehr erlebt. Meine Mutter hat das leider nicht mehr erlebt, die ist 1974 gestorben. Hm. Ich hätte es ihr gegönnt. Hm. Sie haben es ihr erzählt? Bitte? Sie haben es ihr erzählt, also Sie sind nach dem Grab gegangen? Oder? Ja, klar, sowas. Ich habe meiner Mutter das erzählt, klar, am Grab. Ich habe aber auch meinem Vater das erzählt am Grab. Aber Sie werden es verstehen, ich bin den Leuten so dankbar, einmal dem Friedhofgärtner, dass er das alles vermessen hat. Daraufhin, das war ja auch schon gut, dass man sehen konnte, diese Armverletzung, die Gehirnverletzung im Gehirn und so, das passte ja alles. Die Haarfarbe passte. Das war ja schon eine große Erleichterung. Dann habe ich gesagt, es können nicht nur Zufälle sein, dass ich Herrn Wonning auf dem Campingplatz, wo paar hundert Menschen sind, dass ich ihn treffe. Sie haben auch gesagt, normalerweise fahren wir nie nach Österreich in die Jahreszeit. Also Herr Wonning hat mir gesagt, er wäre die letzten 10 Jahre nicht mehr nach Österreich in Urlaub gefahren. Damals hat er mir das Zufall erzählt. Wir waren 25 Jahre da nicht mehr. Und wir fahren nie im September in Urlaub, schon gar nicht in den Süden, weil es dann zu früh dunkel wird. Es musste so sein. Musste so sein. Und dann auch, dass er Herrn Zehntje als Freund hatte, dass es da auch noch weiterging. Ja. Und dass der auch sich bereit erklärt hat, für uns das herausfinden zu wollen. Ja. Zu recherchieren. Ja. Also letztendlich alles gut. Ja. Ich finde es natürlich ganz, ganz schade, Herr Wonning und auch Herr Zehntje leben leider nicht mehr. Nee. Wir haben auch ein paar Jahre keinen Kontakt gehabt, die erste Zeit wohl. Wir waren eingeladen, wir haben die auch eingeladen. Aber dann wurde ja Herr Zehntje krank, mein Mann wurde krank. Man hatte dann andere Sorgen. Und irgendwann habe ich auch gedacht, kann ich da noch anrufen? Wohnen die da noch? Erreiche ich die noch? Ja, und dann kam Gott sei Dank von Frau Zehntje jetzt der Anruf. Und ich habe mich einfach nur gefreut. Sie haben auch erzählt, Jan Zehntje hat auch Vorwürfe bekommen von Leuten, die sagten, das machst du aber nicht für Deutschen. Die Kanadier werden hier gefeiert. Ja. Das war ja unsere Feind damals. Ja, genau. Also Herr Zehntje hat mir gesagt, ich habe das meiner Schwester erzählt und die hat gesagt, was, das machst du für eine Deutsche? Verständlich ist das. Ich meine, die älteren Leute, die haben ja auch viel mitgemacht. Und wie ist das für ihn? Sie sind jetzt hier, um als Deutsche die Geschichte zu erzählen, weil normalerweise, es gibt in Holland noch eben Diskussionen darüber. Wir waren ja die Feinde, ne? Aber wir haben so viele nette Bekannte, Freunde und so in Holland, weil wir ja auch nicht so ganz weit von Holland entfernt wohnen. Unser Urlaub im Herbst ist fast immer nach Holland.
weil es ist einfach schön hier. Ich hoffe, dass es nie wieder passiert, dass man Feinde wird. Ich hoffe es. Als ich das erste Mal auf dem Friedhof in Essestein war, da lagen da auch so Art Postkarten aus. Und auf einer stand auf der Rückseite, seit dem letzten Weltkrieg 1945 bis zum heutigen Tag, das war denn vielleicht 1990, 95 schätze ich, gäbe es auf der Welt nur 30 Tage Frieden. Das ist schon heftig. Und was danach passiert ist, das wissen wir ja. Es ist ja immer noch kein Frieden. Ja, also von daher, es ist schon schlimm, was die Menschen sich gegenseitig antun. Ja, ich wollte fragen, zijn er nog vragen aan mevrouw Weber? Nee? Wollen wir zu Musik hören und eine Tasse Kaffee trinken? Ja? Danke fürs Gespräch. Meine Stimme hat ja einigermaßen. Okay.